Wir machen uns heute auf den Weg nach Heppenheim. Heppenheim ist eine kleine Stadt im Odenwald und liegt an der Landesgrenze von Hessen zu Baden-Württemberg. Oberhalb von Heppenheim auf dem Schlossberg befindet sich die mittelalterliche Starkenburg. Zur Burg kann man teils mit dem Auto fahren und ein restliches Stück zu Fuß oder man wählt den Wanderweg, den sogenannten 5-Minuten-Pfad. Dieser führt die Wanderer durch den Wald und an einer besonderen Panoramastelle vorbei, von der aus man die Aussicht über das Bergstraßengebiet genießen kann. Es ist großartiges Wetter, es ist sehr warm und es war sehr anstrengend hier hochzulaufen, aber es hat sich gelohnt, die Burg sieht wirklich schon von hier aus sehr, sehr hübsch aus und wir schauen uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer an. Die Starkenburg liegt auf 295 Metern auf dem Schlossberg. Die Burg wurde im Jahr 1065 zum Schutz eines Klosters erbaut. Sie wurde 700 Jahre lang bewohnt, bis sie 1765 verlassen wurde und verfiel. Die Anlage steht bis heute unter Denkmalschutz. Der Schneckenturm mit seinen 7 Zinnen ist ein 11 Meter hoher Rundturm. Er steht im unteren Burghof. Der Eingang ist nur 1,5 Meter hoch und führt zu einer engen Wendeltreppe. Diese Treppe hat dem Turm auch den Namen Schneckenturm gegeben. Die Burg ist ein beliebtes Ausflugsziel, auch Führungen können hier gebucht und wahrgenommen werden. Außerdem hat man natürlich eine tolle Aussicht vom Turm aus. Der untere Burghof, in dem sich auch der Schneckenturm befindet, wird auch Zwinger genannt. In diesem kleinen Vorhof steht ein großer Baum, der auch schon einen Preis beim Bundeswettbewerb Regionen der Zukunft gewonnen hat. Das ist der Eingang des Südostturms. Die Tür ist allerdings verschlossen und erinnert ein bisschen an einen Kerker. Oben am Turm befinden sich zwei Kanonenkugeln, die im 19. Jahrhundert entdeckt wurden. Und jetzt gehen wir weiter zum Nordostturm. Der nordöstliche Turm wurde wohl beim Ausbau der Burg unter Erzbischof Peter von Aspelt im frühen 14. Jahrhundert errichtet. Obwohl der Anstieg hier nach oben wirklich sehr, sehr anstrengend ist, lohnt es sich auf jeden Fall, ihn auf sich zu nehmen. Denn man hat wirklich eine großartige Aussicht von hier oben. Und für alle tapferen Ausflüger, die es bis hier oben hin geschafft haben, gibt es hinter mir dann noch die Burgschenke, wo man sich mit genügend Essen und Trinken eindecken kann. Auch für die Kinder ist gesorgt. Hier gibt es einen großzügigen Hof mit Tischtennisplatten und einem kleinen Brunnen, wo sich auch die Kleinen austoben können. Der große Brunnen im Burghof ist heute mit einem Gitter abgesperrt. Mit seinen 80 Metern Tiefe ist das auch nötig, da der Hof viel von den Kindern, die eine Freizeit in der Jugendherberge verbringen, zum Toben genutzt wird. Oben auf dem Bergfried gibt es außerdem noch eine extra Aussichtsplattform. Leider konnten wir diese aber nicht besuchen, weil sie in unserem Rehtag nicht geöffnet war. Dafür aber den Südwestturm, der wie der Schneckenturm über eine Wendeltreppe erreichbar ist. Von oben hat man einen Ausblick über Heppenheim. Zum Beispiel sieht man den Fußballplatz, das Theater und die Kirche. Wir machen uns nach diesem Ausflug jetzt auf den Heimweg. Bis zum nächsten Mal!